Dies ist die Geschichte eines außergewöhnlichen Projektes. Es geht um Massentierhaltung. Das ist für mich schon schlimm. Und die Alternative dazu. Als Wissenschaftsjournalist schaue ich sonst nur genau hin. Hallo, guten Morgen. Aber dieses Mal will ich mehr. Dieses Mal werde ich selber aktiv und habe meinen eigenen Hühnerhof mit 2500 Küken. Da, er pickt. Er gepickt. Und ich will eine ganze Stadt überzeugen, faire Preise für artgerecht gehaltene Tiere zu bezahlen. Wir Deutschen essen gerne Fleisch. Immer beliebter wird dabei Hähnchen. Pro Kopf und Jahr verzehren wir 11,7 Kilogramm. Also das Gewicht von fast einem Dutzend Tiere. Meine Recherche beginnt in einem zufällig ausgewählten Supermarkt. 2,89. 1200 Gramm. Es ist unglaublich. Dieses Tier ist mal aus einem Ei geschlüpft. Es ist aufgezogen worden, gefüttert worden, hat in einem Stall gelegt. Dann ist es abtransportiert worden, geschlachtet, gerupft, ausgenommen, verarbeitet, verpackt und nochmal transportiert worden. Und jetzt kosten 100 Gramm von diesem Tier gerade mal 24 Cent. Fast alles in diesem Markt ist teurer als Hähnchen. Was ist das? Gewürzgurken. 100 Gramm, 70 Cent. Mehr als doppelt so teuer wie das Hähnchen. Und hier Mais in der Dose. 38 Cent, 100 Gramm. Das ist teurer als Hähnchen. Dabei fressen die sowas eigentlich. Katzenfutter. 100 Gramm. 49 Cent. Oder hier, Hühnerbrustfilets. 100 Gramm, 1,11 Euro. Das heißt, Hähnchenfleisch für Tiere ist fast viermal teurer als Hähnchenfleisch für Menschen. Wie kann denn das nur sein? Und was bedeutet das für die Tiere, bevor sie da im Kühlregal enden? Kann man die noch artgerecht halten? Ich mache mich auf den Weg zu den Hähnchenmästern, die pro Jahr in Deutschland 760 Millionen Tiere auf Schlachtgewicht bringen. Die meisten Ställe stehen in Niedersachsen. Über die Hälfte der Hähnchen kommt von hier. Und wird in riesigen Industrieanlagen geschlachtet, hinter hohen Zäunen. Wer dort drehen will, muss sich an den Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft wenden. Die Verhandlungen sind hart, aber schließlich darf ich doch in eine Mastanlage bei Hannover. Nicht irgendein Betrieb, sondern einer, den der Verband ausgesucht hat. Jetzt bin ich gespannt. So, guten Tag. Guten Tag, Herr Steffens, Arndt von Hugo. Der Landwirt ist Vertragspartner eines großen Geflügelkonzerns, hat zwei Ställe und 82.000 Tiere. Moderne Stalltechnik, Kraftfutter und schnell wachsende Zuchtlinien. Die Kurzmast dauert 32 Tage, die längere 42. Die Fleischindustrie produziert immer effizienter, preiswerten Nachschub für Fastfoodketten, Supermärkte und Discounter. Oh, du bist langsam. Ja, also das würde ich sagen, ist ein gesunder Hahn. Ne? Der hat nicht ganz gesunde Fußballen, aber die sind ziemlich gesund noch. Also das wäre noch ist ein sehr gutes Tier. Das ist auch total aufmerksam, wachsam, ne? Guckt uns an. Also der ist fit. Was natürlich immer auffällt, die haben wenig Brustbefiederung. Genau, brauchen sie ja auch nicht. Also ich denke, zum einen sind diese Rassen ja nicht auf Befiederung gezüchtet und zum anderen sitzen ja mit der Brust viel auf der Erde. Das heißt, von unten ist es sowieso warm. Die brauchen jetzt die Brustbefiederung nicht, um sich irgendwie vor Kälte zu schützen. Keine Federn auf der Brust, aber die ist extra groß. Diese Hochleistungszüchtungen sind schlachtreif nach knapp 5 Wochen. Wir tun alles, damit die Tiere das so gut wie möglich hier haben. Aber das hat natürlich was mit Kosten zu tun. Je mehr Platz wir den Tieren bieten, desto teurer
werden die Produkte auch, werden die Tiere auch. Und der Verbraucher muss eben auch bereit sein, das zu bezahlen. Der Preis, das Standardargument der Geflügelindustrie. Und die Rechtfertigung dafür, dass einem Tier durchschnittlich eine Fläche zur Verfügung steht, die kleiner ist als ein DIN A4-Blatt. Wenn der Preis das wichtigste Argument ist, sind industrielle Agraranlagen die logische Folge. Aber es gibt ja auch die anderen. Verbraucher, die bereit sind, mehr zu zahlen. Und Landwirte, die lieber art- als marktgerecht produzieren. So wie früher bei mir zu Hause. Meine nächste Recherchestation. Carsten Baug, ein Ökobauer. Moin. Schön, dass Sie da sind. Grüß Sie. Ja, wollen wir rumkommen? So wie diese lebt nur ein verschwindend geringer Teil der Hühner in Deutschland. Warum ist das so? Warum geben wir Deutschen unser Geld gerne für schicke Autos und Flachbildfernseher aus, aber nicht für Nahrungsmittel? Bei denen sind wir im internationalen Vergleich geizig. Jetzt probiere ich mal was aus. Die sitzen da nämlich alle schön im Schatten, ne? Ja. Ich gehe da jetzt mal hin und scheuche die mal. Hühnchen! Die bewegen sich richtig, ne, und laufen weg, so wie ich das von früher kenne. Also ja. Das sind ja jetzt keine richtig fetten Hähnchen. Ist das jetzt ein schlechtes Geschäft, weil die so mager sind? Naja, das Geschäft wäre sicherlich deutlich besser, wenn die Tiere zwischen Futter und Wasser eingekeilt sind, eben einen sehr eingeschränkten Aktivitätsradius haben und mehr liegen. Dann hätten wir mehr Brustanteil, dann hätten wir mehr Fleisch. Aber das entspricht nicht der Form der Tierhaltung, wie wir sie haben wollen. Diese Hühner werden nach besonders strengen Bio-Richtlinien großgezogen, artgerecht und ökologisch. Aber haben sie deshalb wirklich ein besseres Leben? Und rechtfertigt das die hohen Preise? Also eigentlich gibt es nur einen Weg, um das alles zu verstehen. Ich brauche einen Hühnerhof. Einen eigenen Hühnerhof. Und den gründe ich am besten gleich hier, wo der Ökobauer mir dabei helfen kann. Ich ziehe in einen Landgasthof nebenan. Hallo Annette. Du, wir brauchen neue Tiere. Ja, 2.500 Isa. Also diese 2.500, ja, die er da gerade bestellt, das genau werden dann meine, genau, Hühnchen. Irgendwie toll, aber ich kriege jetzt auch so ein bisschen flaues Gefühl, muss ich zugeben. Genau. Ja, ist doch gut. Tschüss. Jetzt sind sie bestellt? Jetzt sind sie bestellt. Das Projekt Hühnerhof beginnt. Mein Stall ist natürlich völlig öko und deshalb mobil. Jedes Mal, bevor hier Küken einziehen, wird er ein Stück weitergezogen, damit keine Keimherde entstehen. Der vorherige Standort liegt brach, bis der Kot abgebaut ist. Das ist teuer, denn in der Landwirtschaft bedeutet Fläche Geld. 4 Tage später. Ich habe meinen Stall desinfiziert, die Wasser- und Futterautomaten gewartet und alles mit Stroh ausgelegt. Jetzt noch ein bisschen Sägespäne drauf. So ein Küken ist ja nur so klein. Durch dieses dicke Stroh hier zu gehen, das ist für die ein richtiges Workout, oder? Wenn man sich das hier mal anguckt. Die müssen gleich von Anfang an lernen. Das ist irgendwie kein Ponyhof. Und das geht hier auch so zur Sache, dass sie sich bewegen müssen. Wir wollen nachher festes, muskuläres Fleisch haben. Und das kommt dem deutlich entgegen. Das haben wir mit den Jahren immer intensiver gestaltet. Das ist wirklich optimal so. Einfach andersrum drehen. Genau. Der ist anders, ne? So, damit senken wir jetzt hier die, das ist Futter, ne? Genau, wir bringen das auf die Tiefe, dass die Tiere da optimal rankommen. Okay, hier sind unsere künstlichen Glucken. Wie hoch müssen die denn? Ja, so hüfthoch etwa. Die Temperatur stimmt. Dann noch Strohballen rein, damit Nestbereiche und Spielflächen entstehen. Beschäftigungsmöglichkeiten bedeuten Lebensqualität. So, jetzt das ganze Strohhemd. So, jetzt wird es so richtig bullig warm hier in meinem Stall. Ich glaube, alles ist fertig. Wir haben mehrere Möglichkeiten, wo die Tiere fressen können. Mehrere Möglichkeiten zum Trinken, Wellpappe, Strohballen zum Spielen, Stroh, Sägespäne, alles da. Und so sieht mein Stall aus der Vogelperspektive aus. Ein Stall voller Abwechslung, tiergerecht. Das Leben eines konventionellen Masthähnchens hingegen beginnt hinter Sicherheitszäunen.
in einem Industriekomplex, den man von außen nicht ansieht, was drinnen gemacht wird. Ich beginne zu verstehen, warum man das hier Agrarindustrie nennt und nicht mehr Landwirtschaft. Der Betriebsleiter zeigt mir den Inkubator. Alle 60 Minuten wenden wir einmal rechts, gibt er rüber. Rüber. Und damit das Embryo schön schwimmt auf dem Dotter und nicht an einer Membran anklebt, weil das Ei ja Feuchtigkeit verliert und dadurch würde das. Könnte das am Rand ankleben und das ändert Weg auch mal schlupfen. Ne? Ja. 700.000 Küken schlüpfen hier an jedem Wochentag. Massenproduktion ist da wirklich keine Übertreibung. Was bedeutet bei so einer Zahl das einzelne Tier? Der Gedanke, dass man das dann mal isst, den finden die meisten unangenehm, den verdrängen die dann. Wie geht Ihnen das? Natürlich darf man bei der Arbeit hier der Respekt vor dem Tier nicht fehlen. Aber man muss wohl unterscheiden zwischen einem Nutztier und einem Haustier. Also wenn da jetzt Katzen rausschlüpfen würden, dann wäre das was anderes? Nein, das ist nichts anderes. Natürlich ist das was Emotionales. Nur dieses Tier geht den Weg zur Lebensmittelproduktion und meine Haustiere zu Hause leben mit uns zusammen. Hallo, guten Morgen. Erste Station der gerade geschlüpften Fließbandvögel, die Selektion. Tiere mit Abweichungen, zu schwach, zu krank, werden aussortiert und getötet. Der Produktionsablauf verlangt gesunde Ware. Die wird vollautomatisch geimpft, sortiert, gezählt und verpackt. Alles hier ist sauber, effizient und zweckorientiert. Bis hinein in die Abfertigungshalle, wo blaues Dämmerlicht die Vögel ruhig stellt. Alles perfekt, aber die Dimension der Kükenfabrik macht mich fassungslos. 700.000 jeden Tag. Auch Arndt von Hugo mästet Hühner aus der Großbrüterei in 2000 Quadratmeter großen Standardställen. Als Praktikant bin ich dabei, als die bereits desinfizierte Masthalle für den neuen Durchgang vorbereitet wird. Wir machen den Wagen jetzt voll, fahren mit dem Wagen dorthin, wo wir das Papier abrollen wollen. Was ist denn das für ein Zeug hier? Das ist Kükenstarterfutter. Das ist das Futter, was Sie ungefähr die ersten 10 Lebenstage bekommen. Ein Viertel des Futters kommt hier vom eigenen Acker. Der Rest wird angekauft und kann auch aus gentechnisch veränderten Futterpflanzen bestehen. Wir streuen neben den Futterautomaten zusätzliche Fressbahnen, Futter überall. Dazu dünnes Bodenstreu, Dämmerlicht, Heizgebläse, Abluftanlage, Tropfentränken, ein typischer Maststall. Ein Gewächshaus für Tiere. Optimiert für schnellen Fleischaufbau und maximalen Profit. Verantwortlich dafür sind alle. Der Handel will günstige Ware, wir Verbraucher preiswertes Fleisch. Und das macht Druck auf die Landwirte. Wenn die Mester wirklich recht haben und sie nur deshalb so produzieren, damit die Verbraucher billiges Fleisch bekommen, dann müsste man also erstmal an die Verbraucher ran. Man muss die Nachfrage verändern, damit die Hähnchen dann am Ende ein besseres Leben haben. Die Verbraucher in Uelzen unterscheiden sich wahrscheinlich nicht sonderlich von denen irgendwo sonst in unserem Land. Die meisten sind nicht arm, aber auch nicht reich. Nicht geizig, aber auch nicht verschwenderisch. Sie kaufen, wie die meisten von uns, hauptsächlich in Filialen der vier großen Supermarkt- und Discounterkonzerne ein. Die liefern sich auch in Uelzen Rabattschlachten und machen Fleisch immer billiger. Verlockend für alle, die aufs Geld achten wollen oder müssen. Ich rede mal mit den Uelzenern. Hallo. Hallo, darf ich eine Frage stellen? Kaufen Sie hier im Supermarkt ab und zu auch mal Hähnchenfleisch? Nein. Warum nicht? Weil wir meistens vom Discounter das abgepackt kaufen. Im Discounter. Aldi, Lidl. Moin, moin. Hauptsache, ich werde satt. So ähnliche Antworten würde ich wahrscheinlich überall bekommen. Aber ist es möglich, dieses typische Kaufverhalten zu beeinflussen? In meinem Kopf entsteht ein Plan. Und weil ich meine Idee ja auch irgendwo ausprobieren muss, mache ich das doch am besten gleich hier. Ganz in der Nähe meiner kleinen Hühnchen. In einer typisch deutschen Stadt mit ganz normalen Leuten. In der Kreisstadt Uelzen.
Uelzen liegt in einem intensiv genutzten Agrargebiet. Hier leben Menschen, die Landwirtschaft aus eigener Anschauung kennen. Wenn ich die überzeugen kann, mehr artgerecht gehaltene Hühnchen zu kaufen, dann könnte das überall funktionieren. Uelzen als Beispiel für das ganze Land. Meine Küken kommen. Aus dem Ei geschlüpft sind sie in einer kleinen Biobrüterei. Ein Familienbetrieb, dessen Wochenproduktion in einen Kleintransporter passt. Und ist das nicht ganz eindeutig das süßeste Küken der Welt? Na du? Na du süßes? 2500 Vogelbabys ziehen in den Stall ein, den ich so aufwendig eingerichtet habe. Sie sind erst wenige Stunden alt. Die Küken brauchen Wärme und überschaubare Räume. Diese Zuchtlinie ist nicht auf Turbowachstum, sondern auf eine langsamere Entwicklung gezüchtet. Robust genug für die Freilandhaltung. Die Geflügelfachfrau des Hofes, Christine Bremer, checkt, ob alle gesund sind. Das hier ist so ein bisschen kleines, schwaches Küken. Ja. Das saß auch in der Kiste und hat erstmal, ja, wenn du es in der Hand hältst, dann merkst du einfach, da ist nicht so viel Kraft drin. Es steht nicht richtig, es setzt sich immer sofort hin, ne? Genau, es ist so vom ganzen Habitus irgendwie so ein bisschen weicher und ein bisschen schwächer. Und dann nimmst du mal dieses und dann merkst du, das steht so aufrecht, das sieht man richtig, ne? Ja, man kann das richtig gut ja, sehen. Ja, das kann man gut sehen. Der eine ist schlapp, der andere ist agil. Genau. Und werden die jetzt alle hochgepäppelt oder wird da was aussortiert? Nein, da wird jetzt nichts aussortiert. Wir sehen einfach zu, dass möglichst alle Tiere an den Start kommen. Gerade mal 50 Gramm wiegt ein frisch geschlüpftes. Und das hier ist noch leichter. Hey, Kleines. Hast du schon Hunger? Guck mal hier. Bisschen Futter. Hm? Noch zu klein? Da, er pickt. Er gepickt. Maximal 3 Tage können sie von ihrem Dottersack leben. Spätestens dann müssen sie gelernt haben zu picken. Natürlich finde ich meine eigenen Küken besonders toll, muss aber ehrlicherweise feststellen, in diesem Alter unterscheiden sie sich eigentlich nicht von den Tieren im konventionellen Stall. Auch meine Öko-Küken sind Masthähnchen, geboren, um zu fressen. Guck mal, du bist schon am Futtern hier? Ist ja unglaublich. Langsam wachsende Zuchtlinien, mehr Platz, mehr Streu, Futter ohne Gentechnik, kleinere Herden, Ausflüge ins Freiland. Besser als konventionell, aber am Ende sind auch meine Ökos nur Nutzvieh. Wie viel hat denn das hier noch mit artgerecht zu tun? Ja, also wenn man es jetzt mal ganz streng nimmt, dann ist es ganz klar, dass so ein Küken, weshalb es jetzt auch zum Beispiel zu dir kommt oder zu mir kommt, im Prinzip seine Henne sucht erstmal. Die Tiere müssen auf die Henne verzichten, weil es nicht bezahlbar ist, leider auch nicht im Ökolandbau. Und wir sehen eben zu, dass wir die Henne so gut wie es eben geht ersetzen. Der spricht mit mir, ne? Aber ich muss sagen, das ist leider das, was wir als Motzen bezeichnen. Der motzt mich an? Ja. Was mache ich falsch, weil der fressen will? Ja, er möchte er möchte doch gerne irgendwie selber ein bisschen erkunden. Soller, ich habe mir mit dem Stall ja auch viel Mühe gemacht. Arndt von Hugo erwartet deutlich mehr Küken als ich. 82.000. Bestellt beim Geflügelkonzern. Da kommt alles aus einer Hand. Küken, Futter, Know-how. Alle Schritte der Fleischerzeugung sind mit dem Vermarkter abgestimmt. Die Mester sind vertragsgebundene Zulieferer. Randvoll mit Küken. So, so kann losgehen. Wir zwei nehmen uns einen Wagen. Ich nehme den ersten und dann. Sie können sich den zweiten mitnehmen. Ja. 82.000. Weiter und jetzt drehen. Darf ich einen nehmen? Ja, gerne. Die sind ja genau so, wie man sich so ein Bilderbuch-Küken vorstellt. Ne? Ja. Flauschig und gelb. Und ihre Zeit läuft. Wir rechnen mit. Das Lebenskapital schlägt am Tag null. Inklusive Brüterei, Transport, Personal, Energie und allem anderen mit 36 Cent pro Tier zu Buche. In der Masse einfach günstig zu produzieren.
Denn meine Küken haben schon jetzt fast viermal so viel gekostet. Ihre Eltern sind zertifizierte Ökohühner, deren Haltung deutlich teurer ist. Wodurch unterscheiden die sich denn von anderen Küken? Küken unterscheiden sich kaum. Was sich unterscheidet, ist eben ihre Leistung als erwachsenes Tier. Und diese leisten Turbowachstum, Fleisch. Die Züchtung nennt sich Ross 708. Die Genetik dieser Tiere ist Eigentum einer Firma mit Hauptsitz in den USA. Ich bin zu langsam. Eine Handvoll international tätiger Zuchtkonzerne kontrolliert weltweit die Masthähnchen-Genetik. Wenige Konzerne entscheiden also, was für Fleisch die Kunden kaufen können. In Deutschland, Amerika, überall. Sie beherrschen den Weltmarkt. Und auch diese Küken sind von ihnen. Panische Angst, auf eins draufzutreten, aber ist ja fast nicht zu vermeiden hier. Eine Glucke haben diese Küken nie gesehen. Wenn ich klatsche, kommen sie zu mir. Wir machen jetzt nur... Von da, kommen alle rüber. Kurz nach dem Einstallen versuchen wir, die Tiere alle in Bewegung zu bringen, zu sehen, dass sie aktiv sind, dass sie sich im Stall gut verteilen. Man sieht jetzt, das hat im Moment nicht gut geklappt. Jetzt sind sie nämlich alle um uns rum. Wenn wir jetzt noch länger klatschen, haben wir alle bei uns. Deswegen denke ich, sollten wir es jetzt unterlassen. Und würden jetzt mit dem Tierarzt mal eine Runde durch den Stall machen, um zu gucken, wie er die Herde beurteilt. Alles klar. Der Mester hat für seine Tiere einen Betreuungsvertrag. Einmal pro Woche schaut der Tierarzt sich den Bestand an. Dann mal rein jetzt. Jo. Die Bakteriologie im Stall wird penibel überwacht. Wilms nimmt Küken zur Untersuchung auf optisch nicht erkennbare Krankheiten mit ins Labor. Sie sehen ja, sie sind sehr lebhaft. Ja, die schreien wie verrückt. Ja, und alle gleich groß. Haben ein ordentliches Gewicht. Vielleicht nehmen Sie mir mal dieses kleinere Tier da raus. Dieses hier? Nee, das da. Das sehen Sie. Nein, nein, hier. Das ist kleiner. Das gefällt Ihnen jetzt nicht, weil das ein bisschen klein ist. Das ist kleiner und steht da rum. Aber es ist extrem süß dafür. Ja. Danach geht es. Aber das ist, dann ist es egal. Ja. Hier, ne? Und dann schaut man, ist hier der Nabel gut abgenabelt? Ja, das ist in Ordnung. Und dann kann man ja schon mal gucken, hat dieses Tier in der kurzen Zeit, hätte es ja sein können, schon gefressen. Fühlen Sie mal, hier, da ist der Kropf, da ist nichts drin. Der ist leer. Ja, hat nichts gefressen. Vielleicht finden wir mal ein anderes Tier, das nehmen wir mal mit. Was machen Sie denn jetzt damit, wenn das hier in meine Box kommt? Das nehme ich mit nach Hause zum Labor und da werden die Tiere untersucht. Die ersten Todeskandidaten. Wilms Praxis ist auf Mastgeflügel spezialisiert. Seine Aufgabe? Krankheiten vorbeugen und damit den Einsatz von Antibiotika verhindern. Zu seinen Kunden gehören auch Ökobetriebe. Die Fakten sagen eindeutig, hier sind die Verluste geringer, die Zunahmen sind höher. Ja, und im letzten Durchgang habe ich in diesem ganzen Betrieb bei den 82.000 Tieren kein einziges Gramm Antibiotika gebraucht. Das hat Seltenheitswert. Fakt ist, Studien der Länder Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wiesen bei 70-90% der Masthähnchen Antibiotikagaben nach. Die Folgen sind unabsehbar. Bei Stichproben fand der Bund für Umwelt- und Naturschutz auf der Hälfte der Supermarkthähnchen multiresistente Keime, sogenannte MRSA- und ESBL-bildende Bakterien. Gegen sie wird Medizin immer wirkungsloser. Im Klinikum Bremen-Mitte treffe ich einen Experten für resistente Keime und Unterstützer der Initiative Ärzte gegen Massentierhaltung. Ich beschäftige mich hier in der Krankenhaushygiene mit vielen Patienten, die mit multiresistenten Erregern besiedelt sind. Wir haben hier einen unheimlichen Aufwand an Räumlichkeiten, Einzelzimmern, Pflegematerialien und auch Beschwerden für die einzelnen Patienten. Und wir versuchen im Klinikalltag, diese Patienten möglichst gut mit hygienischen Bedingungen zu behandeln. Und da ärgert es mich natürlich schon, wenn sie in die Supermarkttheke gehen können und da Fleisch kaufen können, das MRSA-haltig oder ESBL-bildende Bakterien enthält. In Europa sterben jedes Jahr rund 25.000 Menschen durch multiresistente Keime. Und zumindest ein Teil davon entsteht durch zu viel Antibiotikum in der Massentierhaltung. Recherche beim Friedrich-Löffler-Institut, einer Bundesoberbehörde.
Vom Chef des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung möchte ich wissen, ob unsere Gesetze streng genug sind und ob die konventionelle Hähnchenmast in Ordnung ist. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es Tierquälerei ist. Es kann tierquälerisch werden, wenn das Management schlecht ist, wenn die Gesundheitsprophylaxe nicht gut ist. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, es geht deutlich besser. Für sich selbst hat der Mann eine klare Entscheidung getroffen. Er will kein konventionelles Hähnchenfleisch auf seinem Teller. Wie genau wissen die Verbraucher eigentlich, wo ihr Fleisch herkommt? Kennen sie die Lebensbedingungen der Tiere und was halten sie davon? Ich habe mir ein kleines Experiment ausgedacht. Auf dem Rathausmarkt von Uelzen möchte ich von Passanten wissen, wie viele Hähnchen in einem konventionellen Stall auf einem Quadratmeter Fläche leben dürfen. Kommen Sie mal alle her. Je mehr, desto besser. Stecken Sie mal kurz so viele rein, wie Sie, können Sie gerne auch zusammen machen. Wie Sie halten dürfen oder wie Sie in Wirklichkeit halten? Wie Sie halten dürfen. Ich stecke jetzt einfach mal. Also Sie glauben eins pro Quadratmeter? Nee, das sind mehr. Kommen Sie ruhig mit ran. 3 bis 5. 3 bis 5. Maximal. Jetzt steigt die Zahl von 1 auf 5. Der Bürgermeister erhöht auf 15. 20. 20. Wer glaubt, dass da noch mehr reingehören? Schrecklich. Nee. Ich finde das 26, das ist die reale Zahl. Ganz abartig. Ja, wir fressen zu viel. Schlimm ist so zu sehen. Das liegt an Ihnen, weil Sie das so billig haben wollen. Also, wenn man ehrlich ist, kann man das ja nicht leugnen. Nämlich, dass nach Preis gekauft wird. Ist der Preis das Wichtigste? Mit 3 Kindern, 5-köpfige Familie, ist leider so, ja. Da ist er wieder, der Preis. Klar, Essen für eine 5-köpfige Familie, das ist teuer. Aber vielleicht kann ich das Kostenbewusstsein der Mutter ja ein wenig erschüttern, indem ich sie daran erinnere, dass Fleisch nicht in der Kühltheke wächst. Ich möchte die Familie zu einem Experiment überreden. Kann ich ihr Verhältnis zu Speisetieren neu justieren? Ich treffe Daniela und Henning Förster in ihrem Eigenheim mit Garten. Die meisten Leute, die in den Supermarkt gehen, kaufen Hähnchenfleisch so abgepackt. Ja. Und man weiß zwar, dass das mal ein Tier war, aber man fühlt das nicht mehr. Nee, das stimmt. Und ich würde Sie mal fragen, was halten Sie von der Idee, wenn ich Ihnen ein paar Hühnchen schenke und Ihre Kinder mit denen zusammen als Haustiere eine Zeit lang leben? Bis dann der Tag der Wahrheit irgendwann kommt. Die Schlachtung. Die Schlachtung. So spontan, würde ich sagen, ja. Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Die Familie hat einen kleinen Schuppen, in dem sie Hasen und Meerschweinchen hält. Dann stellen wir den hier an die Seite. Das Nagetierheim wird zum Vogelhaus umgerüstet, geräumig und tiergerecht. Ich habe in der Zwischenzeit 7 Hühner und einen Fachmann besorgt. Hans-Jürgen Drögemöller hält seit 40 Jahren Lege-, Mast- und Rassehühner. Aus Leidenschaft. Herr Drögemöller, wann haben Sie denn gelernt, mit den Hühnern zu sprechen? Oh, das habe ich schon gleich, nachdem ich laufen konnte. Da musste ich schon auch immer die Hühner mit reinkehren abends. Und da hat man das gelernt. Ne? Oder beim Füttern. Komm her, komm. Jip, 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 jip. Komm her, komm. Er liebt das Federvieh und ist deshalb genau der Richtige, um der Familie mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Guck mal, Lotta. Ein Geschenk mit Hintergedanken. Ich will sehen, ob die Försters ihren Fleischkonsum überdenken, wenn sie erleben, was für lustige und sympathische Tiere Hühner sind. So, und die sollen jetzt bei uns einziehen. Hervorragend. Und Papa hat ein... Sie haben ja gesagt, Herr Förster. Ja, das stimmt. So, könnt ihr mir mal helfen? Neue Haustiere für die Försters. Ihre Meerschweinchen und Kaninchen würden sie natürlich nie essen. Die sind zum Streicheln da. Aber das geht mit Küken auch. Ich lasse euch die Hühnchen jetzt hier. Ihr passt gut auf die auf, ne? Aber denkt dran, keinen Namen geben. Die bleiben nur eine Zeit lang bei euch, ja? Also nicht zu doll anfreunden mit den Hühnchen, sonst bist du traurig nachher. Ja?
zurück in meinen Stall. Wenn die Küken noch ganz klein sind, ist die Verlustrate am höchsten. Regelmäßige Kontrolle ist deshalb wichtig. Außerdem eine Gelegenheit, neues Spielzeug vorbeizubringen. Meine Küken sind 3 Tage alt. So, hier habt ihr was zum Klettern. Na, kannst du da gut sitzen? Plötzlich sehe ich Blut. Der ist von den anderen blutig gepickt worden. Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Aber er ist ernsthaft verletzt und ich glaube, ich muss mal Hilfe rufen. Ich habe noch mehr Sorgenkandidaten und inzwischen auch eine Krankenstation. Hallo, hier ist Dirk Steffens. Ach, hallo Steffen. Ich habe ein Küken gefunden, das einen ganz blutigen Flügel hat und die anderen Küken haben daran rumgehackt. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll mit dem. Auf dem Pult im Vorraum, da steht Aluminiumspray. Aluminiumspray, ja? Ja, das kenne ich, ein Sprühverband, genau. Na, komm mal her. Das desinfiziert. Durch den engen Kontakt gerate ich selber in das Dilemma, das ich eigentlich bei den Försters untersuchen wollte. Ich habe eine Beziehung zu den Tieren entwickelt. Sie sind mir nicht mehr egal. Unprofessionell, aber irgendwie auch schön. Also euch beiden kriege ich hoffentlich durch, aber der Kleine da, der macht mir wirklich ganz große Sorgen. Nach 3 Tagen habe ich 6 Tiere verloren und 3 sind in der Krankenbox. Schwieriger als ich dachte. Jetzt muss ich mich um meine Kampagne kümmern. Mehr artgerecht produziertes Fleisch für Uelzen. Alleine kann ich die Bürger nicht überzeugen. Hallo, ein Mann und 2 Hühnchen. Hi. Na? Erstmal möchte ich erklären, worum es überhaupt geht. Also raus auf die Straße, Überzeugungsarbeit. Kennen Sie die Ähnlichkeit? Hallo, darf ich Sie auch einladen? Und zwar zu einer Bürgerversammlung im Rathaus, um meine Kampagne bekannt zu machen. Seit einer Woche wohne ich jetzt schon im Landgasthof am Rande von Uelzen, arbeite als Mester, bereite die Bürgerversammlung vor, recherchiere. Und langsam zieht das Kreise. Gucken Sie mal, die sind bei uns in der Zeitung. Und gleich vorne drauf. Inzwischen habe ich eine riesen Scheißangst. Ich muss nämlich gleich ins Rathaus und ich habe keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Wahrscheinlich niemand, denn es ist Samstag, die Sonne brennt, 30 Grad im Schatten. An so einem Tag geht man ins Freibad, nicht ins Rathaus. Und ich, Idiot, habe den großen Saal mit 200 Plätzen gemietet. So, ein paar scheinen ja da zu sein. Schönen guten Tag. Der Saal ist voll und ich fange an, die Uelzner in mein Herz zu schließen. Aber jetzt muss ich sie überzeugen. Wenn wir selber bereit sind, ein paar Groschen mehr auszugeben für die Tiere, dann würde ich damit gerne sozusagen eine symbolische Handlung mit Ihnen zusammen ausführen. Also dass Uelzen ganz Deutschland mal zeigt, man kann wirklich was bewegen. Man trifft einfach eine Kaufentscheidung an der Verkaufsstelle und verändert dadurch ein kleines bisschen die Welt. Ich wollte eigentlich nur 15 Minuten sprechen und rede mir dann stundenlang mein Hühnerprojekt von der Seele. Mein Praktikum bei Intensivmester Arndt von Hugo geht weiter. Kontrollgang. Die sind aber groß geworden. Die Tiere sind jetzt 9 Tage alt und haben ihr Gewicht schon verfünffacht innerhalb dieser 9 Tage. Gleiches Alter, aber so viel größer als meine. Und auch hier sterben in den ersten Tagen die meisten.
Wir haben Verluste von 0,9% gehabt. Das sind ungefähr 380 Tiere. 380 sind jetzt tot. Gucken Sie mal da, da liegt einer auf dem Rücken. Der sieht gar nicht gut aus. Ja. Den können wir wieder umdrehen. Den können wir wieder umdrehen. Na, du Kleiner. Was ist denn mit dir? Einfach mal auf den Bauch legen. Einfach mal. Oh, jetzt kippt er schon wieder um. Das kann sein, dass das Tier Kreislaufschwierigkeiten hat und deswegen auf dem Rücken liegt. Aber ich würde ihm einfach mal ein bisschen Zeit geben. Oh, jetzt läuft er los. Und man sieht auch, dass er wieder in Gang kommt. Ne? Dass ein Organismus, der in anderthalb Wochen sein Gewicht verfünffacht, kollabiert, überrascht mich nicht. Würde ein Menschenbaby so zulegen, wöge es nach 9 Tagen 17,5 Kilo. Arndt von Hugo lässt Besuchergruppen in seinen Stall schauen und beantwortet alle meine Fragen. Er ist kein Mester, der aus seinem Stall eine Festung macht und lässt uns auch filmen, was nicht gut aussieht. Da haben wir schon wieder einen. Der sieht jetzt noch ein bisschen schlimmer aus. Genau. Das hier ist ein starker Spreizer. Also ein bisschen rennen kann er aber doch noch, ne? Ja, ja. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Da haben wir eine Fehlstellung. Man sieht ganz deutlich, dass dieses Bein genau. Eigentlich in die völlig falsche Richtung gewachsen ist. Ne? Genau. Also das kann sein, dass dieser Vogel entweder ein gebrochenes Bein hat oder einfach eine extreme Schwäche des Bewegungsapparates. Der wird das nicht überstehen. Der kommt irgendwann nicht mehr ans Futter und ans Wasser und leidet. Und solche Tiere entfernen wir auch aus dem Stall. Ja. Und jetzt mal auf gerade Deutsch. Das Tier muss jetzt getötet werden. Genau. Wie wird das gemacht? Ich habe eine Geflügelzange dafür. Die habe ich immer dabei im Stall. Mit der Zange kann ich das Tier einmal betäuben und kann dann auch die Gewicht hat. Also der kriegt so einen drauf. Genau. Und dann machen Sie das, genau. um das Knick zu brechen und möglichst schnell. Genau. Einzelbehandlung ist bei 41.000 Tieren pro Stall und dem geringen Stückpreis hier keine Option. Da bleibt nur die Geflügelzange. Dieser Vogel hat ein Problem mit seinem Verdauungstrakt, ganz offensichtlich. Offensichtlich, ne? Ja. Da würden Sie auch sagen, das ist ein Fall für die Geflügelzange. Genau. Ich würde ihn ja jetzt lieber laufen lassen, als ihn geben, aber das würde nichts bringen, oder? Das bringt nichts, nein. Also damit tun Sie dem Vogel keinen Gefallen. Also hier jetzt durch den Stall zu gehen und solche kranken Tiere einzusammeln, um sie dann dem Mester zu ergeben, das ist für mich schon schlimm. Sehr schlimm sogar. Früher habe ich mir regelmäßig Grillhähnchen schmecken lassen. Seit Jahren esse ich keine mehr. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Meine Küken sind jetzt genauso alt wie die in der Intensivmast. Aber auf diesen Hof komme ich gerne. Moin Moin! Tag 9 als Hühnermester. Im Stall läuft's gut. Die Krankenstation konnte ich inzwischen abbauen. Von meinen Patienten haben immerhin 2 überlebt. Jetzt wieder. Auch der kleine Kerl mit dem angepickten Flügel ist wieder fit. Aber 14 von 2500 Tieren habe ich verloren. Und meine sind nur halb so schwer wie die konventionellen. Ein bisschen stillhalten zum Wiegen. Du bist ja ein Dicker. 129. Kleiner Mops, was? 88. Kleiner Hungerhaken. Aber sieht gesund aus. Weniger Gewicht, dafür höhere Kosten. Am 9. Tag hat mich jedes Hühnchen schon 1,98 Euro gekostet. Fast das Vierfache der konventionellen. Die liegen im Vergleich bei gerade mal 51 Cent. Mehr Platz, mehr Futter, langsames Wachstum. Das kostet. Konventionelle leben höchstens 42 Tage. Meine dagegen 70. Außerdem setze ich nur Ökofutter ein. Und es gibt Sitzstangen und reichlich Strohballen. Wirtschaftlich liegen meine Tiere chancenlos zurück. Und gesundheitlich? Ich habe eine Geflügelforscherin der Uni Kassel zu einem Test eingeladen.
Unsere Probanden, ein langsam wachsendes Ökohuhn und ein konventionelles. Dazu haben wir noch eine schwarze Legehenne im Gehege. Der Vogel ist einer wie bei mir im Stall. Der Gegner sieht so aus. Auch 35 Tage alt, schlecht zu Fuß. Er schleppt bereits das Schlachtgewicht eines Grillhähnchens mit sich rum. Aber wenn wir uns die beiden angucken. Als erstes fällt mir auf, dass dieses Tier überhaupt nicht auf der Stange sitzen kann. Das fällt einfach vorne rüber. Ja. Sehen Sie das? Ja, klar. Also das ist halt auch so, dass durch das schnelle Wachstum einfach das Gewebe sehr weich ist. Die ganzen Gelenke sind sehr weich und dadurch sehr, sehr instabil. Und dadurch fällt es den Tieren natürlich auch schwer. Hier hat man jetzt schön gesehen, das kann sogar von einer Stange auf die andere hüpfen. Und dieser kann noch nicht mal? Dieses wird wahrscheinlich nicht von einer auf die andere hüpfen. Nee, das kann da noch nicht mal sitzen. Ohne dabei abzustürzen. Ich muss das festhalten, weil das Tier sonst runterfällt. Genau. Das liegt jetzt auch bei dem Tier dran, dass die Beinstellung schon sehr ungünstig ist. Das hat nicht nur sehr breite Beine, sondern auch noch eine starke X-Beinstellung. Auch das eine Folge von diesem hohen Gewicht. Ja, also ich meine, die Tiere wachsen einfach sehr schnell, ungefähr viermal schneller als eine Legehenne im Vergleich. Und dadurch ist das Herz und das Kreislaufsystem eigentlich mit der Körperfülle überfordert. Deswegen ist das Herz relativ schwach und die können dann auch an einem Herztod sterben. Zuerst auf der Teststrecke das Ökohuhn. Problemlos. Und das Konventionelle? Na komm. Es gibt Versuche, wo man den Tieren Schmerzmittel gefüttert hat. Und man sah, die können dann mehr laufen, weil sie offensichtlich weniger Schmerzen haben. Und die Tiere haben auch, wenn sie die Wahl hatten, Futter mit oder ohne Schmerzmittel zu fressen, haben sie auch das Futter mit Schmerzmittel gefressen. Die schwarze Legehenne ist auf jeden Fall top fit. Ja, komm mal hier. Ja, ganz ruhig. Ja, so viel zum Thema Agilität von der Legehenne. Eine Woche ist vergangen, seit bei den Försters die Hühner in den Hasenstall gezogen sind. Über mangelnde Aufmerksamkeit können die Vögel nicht klagen. Mutter Daniela macht sich inzwischen sogar schon grundsätzliche Gedanken über den Fleischkonsum der Familie. Wir haben von 5-mal die Woche runtergeschraubt, schon auf 2-3 Mal. Da habe ich allerdings nur an das Fleisch mittags auf dem Teller gedacht und nicht an die Wurst, die da abends aufs Brot kommt. Und es ist so, ich habe vor kurzem mir einen Krog geholt und habe dann auf den Krog geguckt und habe gedacht, ach, das ist ja schon wieder Fleisch. Mein Experiment zeigt also Wirkung. Daniela Förster gehen die Hühner nicht mehr aus dem Kopf. Aber der Schlachttag wird kommen. Auch für meine Tiere. Aber davon ahnen sie zum Glück nichts. Und ich freue mich, dass es bisher keine größeren Katastrophen im Stall gegeben hat. Carsten Bauck schaut mal bei mir nach dem Rechten. Also wir können davon ausgehen, dass ungefähr 2% der Tiere sterben werden. 2%? Ja. Es bleiben einfach hier Tiere, ich sag mal, auf der Strecke, die selbst mit diesem ausgeklügelten System hier nicht komplett versorgt werden. Also die Regel ist, dass im Ökologischen ein paar Prozent mehr sterben als im Konventionellen. Wieder ein Vorurteil weg. Die Grenze zwischen gut und schlecht ist bei der Hähnchenmast nicht so einfach zu ziehen.